So, und da sind wir wieder. Willkommen zurück, sozusagen. Und jetzt wollen wir hier mal den dummen Typen da tot machen. Ja, das war eben mit der Familie, da ist halt manchmal, dass das Telefon klingelt, das kann man nicht beeinflussen. Und war jetzt auch nicht schlimm, da habe ich jetzt einfach kurz Pause gemacht, das habt ihr ja mitbekommen und fertig ist. Na komm, du Händler, ich sehe dich. Sei so, dass ich dir den Kopf abschießen kann. Klappt natürlich nicht. Dann hier Pfeil erstmal weg. Wieder ein Heiltrank Mana-Trank reingeschriffen. Und auf die gute alte Schwertmethode. Oh, das sind mehrere. Dann machen wir es so. Doch, ich sehe die Sonne noch sehr oft. Im Gegensatz zu euch. Ihr brennt in der Hölle. Dank meiner höllischen Wut. Uhaha. Na komm. Sternet. Yay. Euch das doch gerne. Wunderbar. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, den zweiten Teil der Händlerkluft. Nicht Händler, Räuberkluft. Jo, ein Räuberhemd. Sehr schön. Aber mag Räubersachen. Und die Räubersachen muss er sammeln für die Quest. Ich glaube, ich sitze schon anders hin. Ich sitze schon wieder so halb auf meinem Bein und das schläft dann garantiert wieder ein und das ist dann nicht gut. So. Eintrank, Zeit regenerieren und. Feuerangriff. Haha, hast mich nicht erwischt, du dummer Kerl, du. Dank unserem Magieschild ist das relativ einfach auch mit den ganzen, wie heißt das, ja, ihr wisst schon, ohne irgendeinen Kratzer hier durchkommen und so. Alter, der lebt ja immer noch. Was soll denn das? Ah. Du sollst mir hier nicht mein magisches Schild ankratzen. Denn das bedeutet, dass ich dann wieder Dingsbums gut solche Zeit verlangsamt, aber es bringt nichts, weil er im Boden liegt. Auf jeden Fall, wenn er das Schild ankratzt, kann das sein, dass das Schild weg ist und wir ein Leben verlieren, wenn ich nicht aufpasse und das ist dann gar nicht gut. So, jetzt aber Zeit anhalten, so hinstellen, dass wir die Kisten gleich mit erwischen und Feuer. Bam. Mana-Trank, Zeit anhalten und nochmal aber das Ganze. Na, haben wir den zweiten schon erledigt? Sieht so aus. Also irgendwie scheint es hier unterschiedliche Räuberarten zu geben. Ich mach mein Mikrofon etwas näher. So. Mit dem ich auch besser versteht und so. Jetzt komm schon. Sterb! Willst doch auch sterben. Willst doch auch, dass ich dich umbringe. Genau, steh auf und tot bist du. Hoffentlich. Ja, er ist tot. So, jetzt ist das Mikrofon richtig. Dann sammeln wir hier das Zeug auf. Fertigkeitszauber dran. Und tap, 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 tap. Eine Räuberhose. Sehr schön. Und weiter geht es. Okay. Machen wir erstmal die hier. Na, ihr seht mich nicht kommen, oder? Ihr seht mich schon kommen, aber ihr könnt nicht schnell genug reagieren. Muhahaha. So, und... Tap. Na, die da hinten sehe ich jetzt gerade gar nicht. So, wieder Mana-Trank. Zeit anhalten. In die Mitte rennen und Feuer. Haben uns denn so schnell gewesen, dass wir uns überhaupt nicht registriert haben, dass es zu spät war. Und wieder das Ganze von vorne. Na, irgendwie scheint sie uns ein wenig ignorieren zu wollen. Bitte? Wenn ihr der Meinung seid, dass euch das hilft. Oh, unser Mann ist fast weg. Ja, ja, Gildenmeister, das weiß ich auch. So, jetzt sind sie beide bewusstlos und wir können sie umbringen. Yay, Großstart abgeschlossen. Mindestens 24 Händler getötet. So, da hinten sind die nächsten. Da snipern wir mal wieder ein wenig. Nicht streiten. Boah. Nein, verdammte Axt.
Einmal kurz nicht aufgepasst und dann sowas. Schlimm. Na, wenigstens haben wir das eine. Warum steht der Typ da noch? Schlimm. Einmal kurz nicht aufgepasst, dann haben wir gleich wieder den Salat. So, hier. Kiste öffnen. Schnell. Hopp, hopp. Ein Räuberhalstuch. Fehlt uns ja nur noch eines, nämlich das Räuberhemd war es, glaube ich. Oder war es die Hose? Weiß es Gott gar nicht. Oh, ist hier irgendwas Schönes? Ein rotes Fleisch. Und hier ist noch eine Kiste. Yay. Was wird das wohl sein? Räuberhandschuhe. Ah, die Handschuhe waren's. Gut, damit haben wir unsere Räuberkluft vollständig. Da kleiden wir uns auch entsprechend ein. Inventar, Kleidung, Gewänder und wo ist die Räuberkleidung? Da. Tragen. Wunderbar. Die Tür da hinten ist schlimm. Da muss man nacheinander in drei oder vier verschiedenen Kluften auftauchen. So. Mit dem Reden. Ihr wisst, was ich meine. Auf Englisch. So. Und boom. Sieht man erst, wie dumm wir eigentlich sind. Ach ja, wir sind ein Spargelkratzer. Nein, ist sogar nicht. Ich bin mal Gildenmeister, kriegt das nicht mit, dass ich meine Willensenergie auflade. So, wunderbar. Und weiter geht es. Muhahaha. Na, was jetzt? Jetzt werdet ihr sterben. Und weiter geht es. Ja, ihr werdet sterben, das ist im Busch. Zum. Yay, den haben wir. Und hier sind noch zwei. Yay, wir kriegen uns einen Kampfmultiplikator in die Höhe. Was? Mickriges Püppchen? Ich gebe dir gleich ein mickriges Püppchen. So. Und nochmal. Nee, wir haben keine Chance, irgendwas zu machen. Niemand hat eine Chance gegen mich. Niemand. Hm? Wir werden alle sterben. Wir werden dich verrecken. Werden sie. So, nur noch einer. Und wunderbar. Ich habe das magische Schutzschild dann übrigens immer noch, weil Dingsbums, Kampfmultiplikator. So, jetzt Gegenstände, Tränke, Willenskraft, Fertigkeit benutzen. Und wir haben 11.000 Willenskraft bekommen. Yay, so habe ich das doch gerne. Und eine Wiederbelebungsfiole für uns. Wuhuhu. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Feind. Tap, 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 tap. Da machen wir uns mal schnell. Tap, 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 tap. Und weg mit dem Kopf. Jetzt bin ich nicht mehr der Hühnerschreck, jetzt bin ich der Kopfschreck. Zwillingsklingslager. Ach ja. So, hier kommen wir jetzt erstmal. Und vorher aktivieren wir das Ding. Wunderbar. Und hi. Hallöchen. Hübsche Räuberkluft. Ja, gell. Was hat der für eine Stimme? Das hier ist Zwillingsklings Lager. Sag an. Wenn ihr drin seid, dann für immer. Nein, das glaube ich nicht. Ihr könnt euch umziehen, wenn ihr drin seid. Ja. Da kommt noch einer, Joe. Mach das Tor auf. Juhu. Und zum Bogen können wir jetzt auch wegstecken. Hier sind sie ja erst immer freundlich und machen nichts. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Jetzt denken sie, wir sind einer von ihnen. Da, 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 da.
nur umgedreht. So, hier. Was ist das? Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. So, so. So, erstmal hier Maximum kaufen und Maximum kaufen. Oh, die sind so schon grün. Das sieht gut aus, dass wir hier gut... Ja, wir können gut Profit machen. Jetzt haben wir 8000. Und jetzt haben wir... Dingsbums, Gedöns... 19.000. Wow. 11.000 pro Runde. Soll ich das doch wirklich gerne. So, wunderbar. Aber mal auch bei den Geschenken schauen. Aha, da kriegt man noch mehr. Dann machen wir das mit einem Gargaten. Geschenke, Heimagagat, Roding 70, also 27.000. Und jetzt zurückkaufen, Gagat, 32.000. Gut, 27, das sind nur 5.000, da haben wir mit den Tränken mehr. Ach komm, scheiß doch drauf. Dann habe ich Zwillingsklingen gesehen. Schön für Zwillingsklingen. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Ja, das behauptet ihr immer. Oh, Nahkampfwaffen. Minus, 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 minus. Nichts Gutes dabei. Distanzwaffen. Armbrust nur. Die interessiert mich nicht. Andere, eine Flammenverstärkung. Die wollen wir. Diese so. Räuber werden immer mächtiger. Sieht ja. Nicht gut aus. Komm schon. Irgendwas muss hier doch sein. Wie war das? Oh. So, und was sitzt du hier? Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein. Oder zu anders können. Gesagt, was hast du? Mhm. Ah, wir müssen noch einen Schub beim Bein. Ist hier Attentäter? Nein. Gestern habe ich Zwillingsklingen gesehen. Ja, das scheinen viele von euch zu tun. Also, Zwillingsklingen sind. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Nein, ich brauche keine Rückendeckung. Kann ich hier irgendwas ausbuddeln? Nein. Oh, dafür haben wir hier wieder Kisten. Windskraft. Zeitalter Gedöns. Oh, hier können wir auch buddeln. Dann buddeln wir hier mal. Mal sehen, was wir hier deutlich finden. Ein Silberschlüssel. Na, das gefällt mir doch. Und was haben wir hier? Hier haben wir 500 Gold. Wuhu. Wir sind so reich. Wer ist so reich? Ich bin so reich. Wer ist so reich? Ich bin so reich. Und mehrere auf einmal natürlich. So, hier können wir was spielen. So, hier gab es jetzt mehrere Wege rein. Was ich hörte, du? Ihr möchtet eventuell einen Lagerpass kaufen? Ja. Ich kann euch einen beschaffen. Kostet aber 1000 Gold. Achso, 1000, das ist nicht viel. Das können wir ja hier. Ausgezeichnete Wahl, mein Freund. Ja, ja. Räuberlagerpass. Und Kisten für den Arsch. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier wieder weiter. Ich glaube, beim anderen müssten wir da irgendwie spielen. Da wir ja eh jetzt viel, viel Gold haben, geht das ja. Wer da rein will, muss einen Pass haben. Ich habe einen Pass. Ich will erstmal... Ich kann nicht hier durchlaufen. Nein! Ist wohl ein gültiger Pass. Ja, scheint so. Spaziert. Lass Danke. Ihn durch. Hey, Sesam, was mit dich? Ab zu den Eliten. Die Elite-Krieger. Muhahaha. So, dann wollen wir hier mal... Morden, Brandschatzen und so weiter. Komm, wir lassen uns das Schwert mal draußen. Dann noch ein wenig teilweise schneller. Oh, macht Zeitalter Trank. Das ist auch nicht schlecht. Platsch, 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 platsch. Kiste öffnen. Ah, was haben wir hier? Eine Wiederbelebungsviole. Ah ja, du mich auch. Oh. Nein. Yippie. Du sollst ja zu viel trinken und dann rumstöhnen. Ja, ich kann auch nicht verstehen, was du sagst. Na gut, ich kann es schon erwarten. So, jetzt müssen wir hier ein Ablenkungsmanöver starten, dass wir hier reinkommen. Schlimm immer den Spielern, die schon alles kennen, gell? So, und zwar müssen wir da oben hin. Aber vorher schauen wir uns hier nochmal um. Oh, da haben wir hier einmal eine Kiste. Attentäterhose. Woo, endlich. So, hier haben wir wieder eine Kiste. Kiste.